Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he? SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Ja, ihr habt richtig, ihr seht richtig, ihr hört richtig. Ja, ich hab grad Bock drauf. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, etwas lustigen Projekt, was mal wieder auf meinem Kanal erscheinen soll. Herzlich willkommen zu SpongeBob Schwammkopf, der Kampf um Bikini Bottom. Oder im Englischen, Battle for Bikini Bottom, he rehydrated. Ja, eigentlich war tatsächlich etwas anderes Projekt geplant. Nämlich, dass die Kampagne von Call of Duty Warzone, Modern Warfare 2. Ja, irgendwie war das dann am Ende sehr, sehr frustrierend. Ich habe 4 Stunden aufgenommen und dann dachte ich mir, oh Scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ey. Von der Mission 10-mal neu machen, da habe ich echt keinen Nerv zu. Deswegen dachte ich mir, nach dem Battlefield Hardline machen wir heute mal ein bisschen was Lustiges. Ich habe sowieso schon etwas länger Bock drauf für dieses Spiel gehabt. Und es würde tatsächlich, je nachdem, wie lange das Projekt jetzt geht, reinpassen, weil es soll am 5.5. mit Harry Potter, also mit dem Hogwarts Legacy losgehen. Und deswegen machen wir heute, oder starten wir jetzt erstmal die nächsten Tage mit eben genau diesem Projekt hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass wir durchkommen. Also wir werden es durchzocken. Wir werden es dann, da kann sein, dass das Spiel nur auf einen anderen seinen Platz geht. Wie gesagt, dieser, bis zum 4.5. hoffe ich, dass ich dann durch bin. Wenn nicht, wie gesagt, geht ein Stück nach hinten und am 5.5. um 16 Uhr startet dann mit Hogwarts Legacy ein absolutes Wunschprojekt von mir. Na gut, wie dem auch sei, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal und ich freue mich. Ich weiß noch nicht allzu viel von den Spielern wieder. Eigentlich weiß ich gar nichts. Natürlich, ich kenne SpongeBob, ich kenne die Serie. Naja, Kinderserie etc. natürlich, aber es ist einfach Kult. Und das Spiel kam mal vor einiger Zeit für PS Plus raus. Ich weiß gar nicht jetzt genau wann. Letztes Jahr irgendwann. Und hatte es noch auf meiner Platte und dachte mir, jetzt hast du mal Bock drauf. Jetzt willst du mal was Lustiges, was nicht so frustrierend ist. Hoffentlich nicht so frustrierend ist. Und ich hoffe, ihr begleitet mich. Viel Spaß. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ah! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick.
Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesno, Dinkitana, Fuschbar, Kredelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter. Gary, warst du das? Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Ja. Mau. Mau. So, was haben wir hier? Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Mau. Gute Antwort. okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ich leg jetzt besser mal los, Gary. Ich glaube, das wird ein ziemlich langer Tag. So ist es. So, erkunde die Küche. Erkunde das Schlafzimmer, erkunde den Speicher und erkunde die Abstellkammer. So, und damit sind wir ja nicht drin im Spiel. Und dann, wie gesagt, nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom auf der PS4. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffentlich auf ein kurzes, aber hoffentlich lustiges und tolles Abenteuer. Nochmal, ich weiß nichts von dem Spiel oder nicht viel, und aber es wird schon irgendwie cool werden. So. Rosberg wollte eine Pfannenwender, um die Tür zu öffnen. Okay. Jetzt wollen wir hier. Du brauchst mir ergänzende Objekte, um den diesen Bereich gehen zu können. Das gleiche hier vorne. Die einzige Tür, die offen ist, ist diese hier. Und deswegen nehmen wir sie auch. Ich würde mir ja gerne einen Imbiss machen. Diese ergänzenden Objekte. Ergänzende Objekte sind sehr wertvoll und können eingetauscht werden. Das ist SpongeBob bei seinen Aufgaben. SpongeBob muss viele glänzende Objekte einsammeln, um seine Aufgaben abschließen und die Bedrohung durch die Roboter beenden zu können. Es gibt bei den glänzenden Objekten für verschiedene Farben: Rot, Gelb, Blau, Grün und Lila. Rot ist am gewöhnlichsten und daher am wenigsten wertvoll. Lila ist am seltensten und daher auch am wertvollsten. Wertvolle glänzende Objekte sind in der Regel schwieriger zu finden und befinden sich an gefährlichen Orten. Wir nehmen sie aber erstmal so, wie sie ist. Okay, mit X kann ich springen, das ist immer gut. Das ist gut zu wissen. Wir nehmen aber erstmal alles mit, was hier so rumkreucht und fleucht. So, okay. Ich werde die Folgen so um die Dreh rum zwischen 25 und 30 Minuten machen, damit ihr grob in die Richtung Bescheid wisst. Oh ja, ich kann sogar hochspringen mit Doppel-X, okay. Jetzt sind wir im Badezimmer. Du kannst hier wie SpongeBob sich macht, indem du R2 drückst. Die Zahl oben rechts zeigt, wie viele glänzende Objekte SpongeBob besitzt. Und die Zahl oben in der Mitte zeigt, wie viele goldene Pfannenwender SpongeBob gesammelt hat. Die Zahl rechts unten zeigt an, wie viele von Patricks verlorenen Socken SpongeBob gefunden hat. Und die Zahl oben links zeigt zu guter Letzt an, wie viele Unterhosen SpongeBob besitzt. Ah, okay. So. Wie war das jetzt nochmal? Ah, R2, okay. So. Das lassen wir mal so eingeschaltet. Also wir haben 3 Unterhosen, 0 Pfannenwender, 44 glänzende Objekte und noch keine einzige von Patricks Socken, da ist irgendwas versteckt gerade gewesen, okay? Das habe ich jetzt gerade. Da ist doch was. Oh, da oben ist auch noch mehr.
So. Keine Sorge, ich kann hier so ein bisschen durchgucken mit der 2. So, was? Katsching! 60! Okay, ist doch noch irgendwas. Okay. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, da reinzugehen oder da reinzugehen. Ich werde aber erstmal, würde ich sagen, hier reingehen. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. Cool, neue Unterbox, oder? Cool. Hier können wir Unterboxen auffüllen. Okay. Okay, dann machen wir das mit. Hier haben wir noch was Neues. Spongebob springt, wenn du X drückst. Drückst du X, während Spongebob gerade in der Luft ist, macht der einen Doppelsprung. Komm noch her. Das funktioniert aber einmal pro Sprung. Ja gut, das haben wir ja schon rausgefunden. Das wissen wir ja schon mittlerweile. So, ich guck gerade. Hier sind nochmal zwei Dings. Jetzt haben wir 70. So, raus können wir, gehen wir jetzt gerade nicht. Wir werden natürlich nochmal den anderen... Kann ich die Truhe nicht öffnen? Okay. So. Okay, eins von beiden. Dann gehen wir mal da. Und gucken uns den letzten Raum hier mal an. Den wir noch nicht gemacht haben. Oh, ein Pandemon. Und damit können wir tatsächlich diesen einen Raum uns noch einmal angucken. Hier hängen unsere... Das sind so Ecken, die man so in den Cartoons gar nicht so sieht, ne? Das sind ja... Was da hier so sich in teilweise in den Räumen... Also hier sind tatsächlich... Oder? Warte mal, doch, da klar, wenn natürlich ein bisschen irgendwie... So. Das ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um neue Bereiche im Bikini Bottom freizuschalten. SpongeBob muss viele goldene Pfannenwender einsammeln, um die Quelle der randalierenden Roboter zu finden und diese zu besiegen. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles erkundet. Jetzt werden wir nochmal ganz schnell da reingehen. Wir müssen ja raus aus der Hütte. Keine Sorge, ich habe die Dings im Blick. Die Zeiten. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen, was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender. In deinen Träumen. Abgemacht. Upp. Oh, SpongeBob, du bist einfach viel zu naiv. So, was haben wir hier eigentlich? Hier können wir gar nicht weitermachen, weil wir, glaube ich, 5 Fallenwender brauchen, ne? Genau. Hier brauchen wir 5er. Hier könnte man mal theoretisch was machen. Aber wir wollen uns erstmal hier so ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Jetzt wollen wir hier irgendwann reingehen. Oh, guck mal, Kumpel. Hey, SpongeBob. Kumpelblase. Ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Bitte was? Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade?
Es ging um neue Blasenmoves. Richtig. Drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Okay. Probieren wir es mal aus, gerade. Geil. Es glänzt. Oh ja. Schenke öffnen ist klasse. Hallo Patrick. Hallo SpongeBob. Hallo Mr. Krabs. Nimm's mal mit. Super Kombi. Mama, haben wir alles jetzt, oder was? Da kommen wir jetzt weiter mit 15 von Minden. Hier haben wir noch irgendwie so ein Sammelobjekt. Da haben wir noch 10. Wie bei Super Mario, so ein bisschen gerade. Springen und Dreieck drücken. Klar, das ist okay, das wissen, weiß ich ja. Oh, da ist eine neue Unterbox da vorne. Ist das hoch oder was? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich da irgendwie sprinten? Nee, kann ich nicht. Komm, fahr hoch. Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Geil. Das ist klasse. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Okay, das haben wir jetzt schon mal gemacht. So, oben haben wir noch was Wichtiges. Nee, ne? Wir haben alles. Komm ich da nicht hoch? Nee, da ist nichts. Okay. Gut. Da ist noch was. So. Zeit ist tot. Jetzt nehmen wir mit. Ich finde es gerade extrem lustig, das Spiel. Da muss es doch was geben. Da gibt es doch irgendwie hoch. Da geht es gar nicht hoch. Okay. Okay, nicht schlecht. Okay, scheinbar geht's da nicht weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da irgendwie weiterkommt, weil es da noch irgendwas gibt, aber scheinbar ist das nicht so der Fall. Ach, da ist noch ein Dings. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Da ist noch ein zusätzlicher Pfannenwender. Ich muss gerade gucken, ob ich da hochkomme. Nein! Das war's.
Das ist doch nicht wahr. Ich hab den Pfannwender jetzt gerade erst gesehen, dass da noch einer ist, aber den muss ich noch mal holen. Den kriege ich noch. Ich hab dich noch ein bisschen Fährsprung. Einfach kurz. Ich muss gerade nur mal ganz kurz nochmal den Schalter hier machen. So, jetzt haben wir nochmal 30 Sekunden. Das hätte damit halt ruhig ein bisschen mehr sein können. Aber rein theoretisch sollte die Zeit reichen. So. Juhu, ich hab den Pfannwender. So, jetzt habe ich aber alles, was ich haben wollte, ne? So, gut, perfekt. So, was ist mit Mr. Krabs und so, der... SpongeBob! Diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. So, ja. Keine Burgerbraterei mehr? Oh. Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Warte mal, was? Der würde jetzt tauschen für was? Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauch im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeit. Okay, 3000 glänzende Objekte oder 3000 von den Dings. Okay, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Was will Patrick überhaupt noch hier jetzt von mir? Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? So. Also gut. Für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Bitte was? Du meinst einen Pfannenwender. Ach so. Gesundheit. So. Noch ein Pfund für Patrick. Wir können ja mit, was war das? L2? Nee, R2. Wir könnten eine vierte Unterhose holen. Wir haben 132 Objekte. Wir haben aber eine Socke erst. Gut. Jut. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was sich an dieses Taxi-Ding sich so habe. Warte mal, wir gucken noch mal kurz, was passiert. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig. Achso, ja, doch. Genau. In der nächsten Folge probieren wir das Ding hier mal aus. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play SpongeBob.